Hier ist Fat Fred von Fettspielen.de mit der sechsten Partie der Patrizia. Ich finde es ja einfach nur fantastisch, wie gut dieses Spiel hier bei euch ankommt und ich hoffe, dass es auch in Zukunft so bleiben wird. So, wir befinden uns also in Novgorod. Ich glaube, wir sind mit dem Seepferdchen unterwegs. Genau, das ist nämlich unsere stolze Hansekogge. Und hier in Novgorod werden wir mal wieder Pelze kaufen. Da machen wir immer richtig gut Geld mit und das werden wir auch in Zukunft so weitermachen. Kaufen uns Pelze im Norden und werden dann im Süden diese verkaufen. So, zunächst brauchen wir natürlich Besatzung. Zwei Mann haben abgeheuert und die wollen wir natürlich dann gleich wieder nachholen, dass wir da wieder Leute aufs Schiff bekommen und werden dann hier nach Brügge segeln. So sieht es aus mit dem Seepferdchen. Und jetzt müssen wir uns langsam auch mal darum kümmern, dass wir unsere Hochzeit vorbereiten. Wir haben ja eine Hochzeit geplant und ich weiß jetzt sogar gar nicht, wie viel wir eingelagert haben an Lebensmitteln und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir ganz, ganz schnell mal was kaufen und insbesondere Bier. Deswegen werde ich jetzt einfach mal hier alles kaufen, was ich an Bier kaufen kann. Erstmal verkaufen wir hier Pfeffer und schaut euch mal diesen Preis an. Hervorragend. 820. Da machen wir mal wieder richtig Geld und werden dann hier in Riga gleich mal Bier kaufen. Die gibt es nämlich in Visby überhaupt nicht. Deswegen werde ich das ganz, ganz schnell mal hier von Riga nach Visby mit einer Miniladung Bier segeln. So, was passiert jetzt? Es gibt wieder einen kleinen schwarzen Bildschirm und dort steht, dass in der Ostsee Wrackteile gefunden wurden. Hoffentlich handelt es sich nicht um ein Schiff, was mit uns irgendwie verbunden ist. So, jetzt sehen wir hier, dass die Maximilian Tönsberg erreicht hat. Wir erinnern uns, wir haben ja eine sehr, sehr reiche Schipperswitwe geheiratet, die natürlich dann auch mit ein paar Schiffen am Start war. Und deswegen haben wir jetzt hier in Tönsberg diesen kleinen Kraja. Der liegt hier und der kann auch gleich Lebensmittel einlagern, die wir dort dann für die Hochzeit verwenden können. Das heißt, ich werde jetzt auch hier, jetzt haben wir gar kein Geld auf diesem Schiff, deswegen müssen wir uns jetzt mal einen Kredit nehmen. Oh je, das sind natürlich wieder horrende Zinsen, die hier angeboten werden, aber die kriegen wir schon alle abbezahlt. Hauptsache, wir werden jetzt alles haben, um damit es eine richtig gute Hochzeit wird. Ja, heute geht alles um die Hochzeit. Das ganze Let's Play steht im Zeichen der Liebe, obwohl es doch in diesem Fall eher die Politik ist, die uns zu dieser Hochzeit geführt und getrieben hat. Und jetzt habe ich immerhin immer noch nicht genug Geld. Man kann sich hier leider jetzt auch nur ganz kleine Kredite nehmen. Ihr seht das, immer nur 250 Taler. Nachher muss ich dann auch dementsprechend das alles wieder tilgen. Aber ich würde mir eigentlich jetzt richtig gerne eigentlich einen richtig großen Kredit nehmen und den abbezahlen, statt dass ich dann hier 1000 Mikrokredite habe. Okay, jetzt vielleicht, wie viel Bier kann ich damit einlagern? Immerhin 26, das reicht. Dann können wir damit jetzt auch nach Visby segeln von Tönsberg aus. So. Kaja müssten wir eigentlich auch nochmal umbenennen. Maximilian ist nicht so schön. Und, waha, jetzt geht's los. Ist Tag der Ratestadt Visby, unsere Heimatstadt. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir dem Eberhard Seraphim vielleicht die ein oder andere Stimme haben abluchsen können. Ich bin sehr gespannt, ob unsere ganzen Bemühungen jetzt schon dazu geführt haben, dass wir doch hier schon Stimmen bekommen. Immerhin ein Ratsherrn haben wir ja bestochen. Und ansonsten 8 Stimmen, meine Damen und Herren. Immerhin, ja. Also das hätte auch ja viel weniger sein können. Eine Stimme bestochen und 7 Stimmen tatsächlich durch ehrliche Arbeit und durch ehrliche Politik gewonnen. Wir sind schon dort in der Gunst des Volkes. Wir sind schon in der Politik vertreten. Das geht schon mal gar nicht mal so schlecht los. Also ich meine, das erste Mal, dass Wahlen sind unter unserer Beteiligung und schon haben wir 8 Stimmen bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr wenig im Vergleich zu den 93 Stimmen, die der Bürgermeister bekommen hat. Aber immerhin, wir sind da. Wir sind wer? Hier in Visby am 13. Februar bei den Wahlen. Sehr, sehr großartig. Und wir schauen mal, jetzt sind wir mit dem stolzen Rappen. Rappen finde ich eigentlich ist ein cooler Name. Ich glaube, ich werde vielleicht das Stolze rausnehmen. Wir nennen ihn nur Rappen. Ja, ich werde jetzt also das Schiff umbenennen in Rappen. Sehr schön. Und wir sind in Bergen also zugegen. Auch dort werden wir mal, ach hier ist ja zum Glück auch ein bisschen Geld dabei. Dann werden wir auch hier einkaufen ohne Ende. Fleisch könnten wir vielleicht auch noch einkaufen. Ah, wir haben sogar im Schiff ist Getreide, Fisch, Holz. Das Holz brauchen wir nicht. Wir brauchen nämlich jetzt nur Nahrung für unsere Hochzeit. Also wir kaufen Fleisch nochmal ein und dann vielleicht nochmal Bier. Und dann hoffen wir, dass auch dieses Schiff rechtzeitig in Visby ankommt. Also ab nach Hause.
So, die Seesternchen ist schon in Visby. Wir sehen, das Vermieten des Lagers bringt schon 394 Taler. Ist natürlich richtig gut. Und jetzt können wir hier das Bier einlagern. Das machen wir natürlich hier oben. Da gibt es im Schiff 19 Bier und die sind jetzt im Lager. Und wir sehen im Lagerhaus bisher nur 19 Bier. Also wenn jetzt die Hochzeit stattfinden würde, dann wäre das ziemlich traurig. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal im Lager uns um alles kümmern. Brot, mach ich mal 50, Fleisch oder noch mehr. Ich weiß nicht, wir haben in der Hochzeit schon ziemlich viele Leute eingeladen. Und auf Hochzeiten wird traditionell immer sehr, sehr viel gegessen. Deswegen sollten wir da auf jeden Fall aufpassen, dass wir alles Mögliche haben. So, Getreide, Fleisch haben wir schon. Es gibt keinen Fisch in Visby. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr schlecht. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir am besten Fisch bekommen. Das ist eigentlich in Malmö und Tönsberg. Das sind so richtige alte Fischerstädte. Vielleicht können wir da noch hin. Malmö ist ja von Visby auch nicht so weit entfernt. Da können wir dort mal Fisch uns kaufen. Jetzt frage ich mich, warum wir jetzt einen buckligen Werber mal wieder treffen, obwohl wir schon verheiratet sind. Gut verheiratet werden. Noch sind wir ja nicht verheiratet. Finde ich aber trotzdem ein bisschen komisch. Egal. Jetzt kommt's. Herr der See. Unser neues Schiff. Unser erstes selbstgezimmertes oder selbst in Auftrag gegebenes Schiff ist jetzt fertig. Der Herr der See. Hier die neue Kogge in Visby. Hervorragend. Die werden wir jetzt also auch noch da haben. Und die wird vielleicht einen kleinen Sonderauftrag in an Start bringen. Übrigens wollen wir hier erstmal ein bisschen Geld auf dieses Schiff laden. Wir haben ja hier im Kontor schon einiges an Kohle. 60.000 ist hier und da werden wir jetzt mal 40.000 davon ins Schiff laden. Denn hiermit werden wir jetzt einen Sonderauftrag anstoßen, den ich von Lord Wolters bekommen habe. Lord Wolters hat gesagt, ich sollte doch mal ein Lager bauen. Und zwar nicht nur in Visby, meiner Heimatstadt, wo ich das Lager natürlich brauche für alle möglichen Festivitäten, sondern vielleicht auch in London oder Brügge oder Bremen, weil dort ja die Gewürzflotten ankommen oder in London und Brügge, weil hier immer Wein zugegen ist, dass wir dort dann mal Wein oder Gewürze im großen Stil einlagern können, um dann alles zu haben und auch mehr in unserem Besitz zu wähnen, als das, was wir auf das aktuelle Schiff raufbekommen. Sehr, sehr guter Einwand, sehr guter Einfall. Das heißt, ich werde jetzt auch mit der Herdersee hier nach Brügge segeln, um genau das zu machen. So, weiter geht's. Auf der Seepferdchen herrscht großer Durst. Das ist nicht gut. Der Rum ist leer. Und wir sind jetzt erstmal in Malmö. Die Hafengebühr in Malmö nur 4 Taler. Ihr seht übrigens zum ersten Mal hier auch das Grau in Malmö. Zum ersten Mal haben wir jetzt diesen Hafen angesteuert. Was wollten wir hier nochmal machen? Wir wollten Fisch kaufen. Auch hier ist wenig Fisch da und sehr, sehr teuer. Aber trotzdem müssen wir jetzt alles zusammen suchen, was wir können, nur um diese Hochzeit einigermaßen gut über die Runden zu bekommen. Und jetzt erreichen wir auch Visby mit der Maximilian. Maximilian ist ein ganz, ganz furchtbarer Name. Und vielleicht müssen wir da uns auch mal was... Was haben wir denn noch für ein Meerestier, welches wir... Wir nennen sie den Heilbutt. Das ist also der Heilbutt. Und wir schauen mal. Bier. Bier muss eingelagert werden. Immerhin. An Bier kann es jetzt nicht mangeln. Gucken wir ins Lager. Brot, Fleisch, Bier, Fisch fehlt uns noch. Ich sollte vielleicht auch Trockenfisch kaufen. Den kann ich ja hier erwerben. Ja, möchten wir. Trockenfisch nochmal und nochmal. Ich hoffe ja auch, dass der dann auch im Lager erscheint. Oder ob das hier nur so eine virtuelle Größe ist. Auf jeden Fall brauche ich noch Fisch und Wein auch auf jeden Fall. Okay, wie sieht es eigentlich aus? Das ist ja auch Bar jedes Eigentums. Wir müssen hier auf jeden Fall auch mal wieder Geld aufs Schiff zahlen und müssen auch mal jetzt wieder, wie wir hier sehen, auch wieder Geld ins Konto zahlen, denn sonst haben wir dort auch gar nichts mehr. Okay, dann wollen wir mal ganz, ganz schnell nach Brügge fahren, um da vielleicht auch noch Wein zu holen. Mal schauen, ob das noch klappt. Oha, Piraten sind also jetzt in Stettin zugange. Und, okay, die Hochzeit ist da. Ohne Wein. Das ist sehr, sehr schlecht. Immerhin. Und ohne Fisch auch. Oh je. Das wird eine nicht ganz so gute Hochzeit. 1658 Gäste sind wenigstens da. Jedenfalls. Und, ja, viele leiden Hunger und Durst. Das heißt, die Hochzeit ist wirklich nicht geglückt. Und das liegt daran, dass ich jetzt hier viel zu tranig unterwegs war. Jetzt haben wir hier... Ja, Hunger, tatsächlich. Die haben hiervon fast gar nichts gekostet. Alle wollten sie wahrscheinlich Fisch und Wein haben. Und genau das hat ihnen dann auch gefehlt. Aber hier vom Bier und vom Fleisch und vom Brot haben sie fast nichts angerührt. Toll. Großartig. Aber damit muss ich jetzt wohl leben. Was ich auf jeden Fall machen sollte, ist ab sofort. Weil so ein Fest kommt ja immer sehr, sehr kurzfristig und auch immer sehr unvermittelt. Na gut, eine Hochzeit nicht. Aber andere Feste dann irgendwie schon. Die kommen immer viel zu kurzfristig.
Und dass ich jetzt hier im Lager immer einen Grundstock an Lebensmitteln habe. Damit, wenn irgendwann was kommt, kurzfristig eine Feier oder was auch immer, oder eine, irgendwas Politisches oder so, dass ich jetzt hier immer was drin habe. Das werde ich auf jeden Fall so machen. Und damit habe ich jetzt ja schon mal angefangen. Okay, was können wir jetzt machen? Jetzt müssen wir wieder ein bisschen Geld in den Kontor laden. Das machen wir hier. So, Geld ins Schiff. Nee, genau, umgekehrt. Sie haben im Kontor. So, Geld, Kontor. Dann würde ich sagen, nochmal 50.000. Alles, was wir abgehoben haben. So, jetzt kann wieder ein bisschen was rein hier. Und wir werden mit diesem Schiff erstmal unsere Schulden begleichen. In Tönsberg, wo wir im großen Stil nur wegen der Hochzeitsschulden aufgenommen haben. Und dann hat es nicht mehr was gebracht. Sehr, sehr blöd. Jetzt sind wir jemand verheiratet. Und die Hochzeit war nicht gut, aber immerhin, und das können wir mit Fug und Recht sagen, haben wir doch davon profitiert, indem wir hier viele neue Schiffe bekommen haben. Also unsere ganze Armada, die wir hier haben, die hat sich jetzt ja schon, würde ich sagen, schön angewachsen. 5 Schiffe haben wir hier gerade. Die Heilbutt, der Rappen, Herr der See, Seesternchen und Seepferdchen. Das sind unsere 5 Schiffe. Und das ist doch immerhin schon mal ein guter Anfang. Und damit, darauf kann man doch auch aufbauen. So, jetzt bin ich hier in Brügge. Was wollte ich in Brügge machen? Ich wollte auf jeden Fall hier auch ein Lager bauen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee von Lord Voltus. Und hier werden wir auch ein Lager bauen für 44 Taler. Und da wollen wir das auch gleich mal immerhin, na, 100 ist vielleicht schon fast zu wenig, wenn wir auch mit Wein rechnen. In Brügge müssen wir ja sowohl mit Gewürzen als auch mit Wein rechnen. Ich werde jetzt auch mal 250 hier in Auftrag geben. Das dauert natürlich wieder ein bisschen. Selbst unser Lager in Visby, was wir schon vor Äonen in Auftrag gegeben haben, ist noch nicht ganz, ganz fertig. Aber immerhin haben wir jetzt schon ein bisschen angefangen. Und Wein ist übrigens gerade sehr, sehr teuer in Brügge, das seht ihr. Das heißt, wir werden mal gleich nach London weitersegeln. Dort können wir dort auch das nächste Lager in Auftrag geben und vielleicht auch günstiger Wein einkaufen, als das hier in Brügge der Fall war. Und dann könnten wir natürlich auch noch mal ein paar gute Geschäfte machen. So, da, London. Die Lagermiete beträgt 191 Taler. Was haben wir denn in London im Lager drin? Lager, Lager. Ach, Pfeffer ist hier noch. Jetzt ist natürlich witzigerweise sogar so, dass wir Pfeffer sogar in London verkaufen können. Denn, ihr seht es hier, kein Pfeffer ist mehr da. Pfeffer kommt wirklich immer nur saisonal, kommt mal rein. Und dann ist er natürlich auch ganz, ganz schnell weg. Und das können wir uns natürlich auch hier zunutze machen. Was wir uns noch zunutze machen können, ist auch die Tatsache, dass wir jetzt auch hier bauen können. Wir können überall Lager bauen. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Und auch hier werde ich mal für 250 Lagerraum in Auftrag geben. Und hier Wein, 477 ist auch nicht so der beste Preis, aber wenn der schon hier so hoch ist, müsste er eigentlich anderswo ebenso gut hoch sein. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal mit dieser Ladung nach Visby segeln und dort den Wein verkaufen. Oder vielleicht sogar einlagern für das nächste Fest. Das ist ja auch unser Plan, wie gesagt, dass wir dort immer wieder so einen Grundstock da haben. So, jetzt sind wir in Visby mit dem Rappen. Und im Rappen ist allerlei an Lebensmitteln drauf und die werden wir jetzt auch alle ins Lager reinholen. Wir könnten jetzt so machen im Lager, dass alles 100-fach da ist. Also 100 Fisch, 100 Wein, 100 Bier und so weiter und so fort. Und dann hätten wir doch genau das, was wir brauchen. Jetzt ist es gerade so ein bisschen Mauer und auch hier sollten wir dann das Lager vielleicht noch weiter ausbauen, wenn wir dann schon so was Großes damit vorhaben. So. Wer kann von euch rechnen? Das gibt wahrscheinlich 600. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal Neubau machen und nochmal 400 Einheiten raufhauen. Das heißt, 1000 Last wird das neue große Lager dann haben. So, so viel hier in Visby. Und da wollen wir mit dem Rappen auch mal wieder nach Novgorod, um dort weiter Handel zu treiben. So, das ist also der Plan. Das war also die Hochzeit in diesem Let's Play. Let's Play Nummer 6. Und beim nächsten Mal wollen wir uns vielleicht mal um einen anderen Tipp oder eine andere Frage von Lord Voltus kümmern, und zwar, wie wir unsere Flotte noch weiter vergrößern. Wir wollen also nicht nur in Visby bauen, sondern überall, wo man bauen kann, und wollen das nächste Mal uns mal richtig um unsere Flotte kümmern, nachdem wir es diesmal um die Hochzeit gekümmert haben. So wird es sein. Wir sehen uns also, hoffe ich doch, beim nächsten Let's Play. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Euer Fat Fred von fatspielen.de.